Und im Grunewald, da türmt sich der Wahnsinn deutscher Geschichte. An der Stelle, wo die Nazis schon mit dem Bau einer wehrtechnischen Fakultät begonnen hatten, entstand aus den Trümmern der zerbombten Stadt der Teufelsberg. Und hier oben bauten im Kalten Krieg Amerikaner und Briten eine Abhörstation. Einer, der von hier aus in den Ostblock lauschte, ist Christopher McLaren aus Washington, D.C. Heute jobbt er in den Ruinen seiner alten Arbeitsstelle als Touristenführer. Deswegen, also willkommen auf der Teufelsberg. Gut, Sie befinden sich eigentlich in meinem Büro. Gut? Hm? Ja, genau. Also, das war mein Büro. Also hier hat mein Arbeitstisch war hier. Die Decke war eigentlich tiefer, weil wir hatten Kabel über uns. Also hunderte von Kilometern für Kabel. Gut, das ist natürlich jetzt alles weg. Zum Teil ist es in so einem erbärmlichen Zustand. Der Teufelsberg war eine Art Vorwarnungsposten. Wir hatten Witz, wir konnten Leonid Brezhnev beim Zahnputzen in Moskau abhören. Aber wir waren mittendrin. Wir waren 110 Meilen innerhalb des Warschauer Paktes und konnten in alle Richtungen abhören. Und das heißt, beim Manöver zum Beispiel konnten wir die taktische Kommunikation also abhören. Feldwebel ruft seinen Leutnant an und fragt, also, darf ich schießen? Oder Herr Major, es kommen 5 also Panzer auf uns zu, also was machen wir? Also sowas. Es ist Büroarbeit in diesem Hinsicht. Also von James Bond überhaupt keine Spur. Aber wichtig, im Sinne von, wenn wir bei einem Manöver feststellen zum Beispiel, dass sie, sagen wir, 5 zusätzliche Raketenbataillonen haben, was ist dann los? Was haben sie eigentlich vor? Und deswegen im Kalten Krieg, für diese Art von Information, war wahrscheinlich der Teufelsberg der wichtigste Sammelpunkt überhaupt auf dem ganzen Planeten im Kalten Krieg. Also fast tagtäglich haben wir Künstler hier, die arbeiten. Es gibt Sachen, die also wirklich toll sind, zum Beispiel Sie. Oh, ja. Ja, genau. Also das, wenn man das hier betrachtet, das ist kein Fotograf. Das ist toll, finde ich auch toll. Sie wissen das zu schätzen. Das wird eine lange Zeit da bleiben. Andere Sachen verschwinden manchmal sehr schnell. Okay? Aber Sie wird sicherlich also ein volles Jahr, wenn nicht mehr, also hier bleiben. Finde ich toll. Ich kenne diese Gebäude, aber ich erkenne sie wohl kaum. Sie haben sich so viel geändert. Aber trotzdem, ich finde es schön, dass ich unsere Geschichte erzählen kann. Weil ich finde es ein wichtiger Teil der Geschichte von Berlin und von Mitteleuropa. Und wenn man bedenkt, es hat sich gelohnt. Im Sinne von, am Ende sind wir alle hier. Alles friedlich ausgelaufen, es war schön. Gut, okay. Dann kommen wir ein bisschen weiter. Am Ende sind sie wirklich alle hier. Sogar die Russen sind doch noch gekommen, nur eine Etage weiter oben. Der Spionagehügel als Kulisse für Kreative. Zwei Modestudentinnen, Lena Schabrowa und Kristina Huber, lassen Fotos von ihrer neuen Kollektion machen. Also wie normal, also so, ob du normal, also dieser Schwung, bei dem du gehst. Ich kann ein bisschen laufen. Und Nina, genau. Nur den Kopf, genau so, wie du gerade stehst. Kopf in die Kamera, Körper bleibt genauso. Ja, also die können sich bewegen, aber so mehr als gehen können die eigentlich nicht. Die Kleider sind von Kostümen inspiriert, die der russische Avantgardist Malevich für eine Oper entworfen hatte. Vor über 100 Jahren. Florian, dreh doch mal deinen Kopf nach außen. Der Teufelsberg wurde von den jungen Designerinnen bewusst für das Fotoshooting gewählt. Die Haare bei Nina noch mal. Dieser Ort sieht sehr futuristisch aus. Also diese runden, keine Ahnung, also diese Hintergrund, also alles, was rund ist, ist mega futuristisch. Und die Oper von Malevich, das hatten Futuristen gemacht. Also für die war es auch Futur und für uns jetzt auch irgendwie. Ne? Und wir stehen da mit diesen Sachen, mit dieser Kollektion auf diesem Ort, der voll futuristisch eigentlich ist. Es war noch mal sehr wichtig mit Kontrast, weil hier ist ganz voll alles mit Graffitis und irgendwie so auch so spezielle Atmosphäre. Und dann noch mal genau diese Kleidung, die eigentlich sehr starr ist und sehr, also nicht so farbig, hinsetzen und gucken, wie das funktionieren wird.
für mich, Berlin ist auf jeden Fall Freiheit. Unglaubliche Freiheit. Also da, kein Staat bietet so viel Freiheit wie Berlin. Hier kann man wirklich alles passieren. Hier passiert wirklich alles. Es ist unglaublich. Es ist ein fantastischer Ort, finde ich. Also für mich persönlich. Also hier wurden meine Träume erfüllt.